mehr sein, als du glaubst. Eine kleine Pause zum Aufhören. Der St. Peter Podcast. Ein Hallo geht raus an alle Menschen, die mir da draußen zuhören. Vielleicht geht es manchen von euch gerade genauso. Ich zumindest fühle mich aktuell irgendwie relativ träge, das Wetter meist eher trist und auch wenn ich es nicht immer wahrhaben möchte, der Lockdown, das Homeoffice, das macht schon was mit mir. Doch mit dem letzten Jahr habe ich gelernt, dass es nicht immer Dinge gibt, wo man nach meiner Meinung fragt oder wo ich großen Einfluss habe. Es gab und ich bin der Überzeugung, dass es auch noch öfter Dinge geben wird, die passieren, einfach so, ohne dass jemand sagt, und Cecile, ist das jetzt so okay für dich? Irgendwo vielleicht auch ein bisschen lächerlich, sind wir doch alle nur ein kleiner Teil dieser großen Welt. Mag sein, dass du dir jetzt vielleicht denkst, dass das eher traurig klingt, aber das muss es gar nicht. Denn wie du dich fühlst, was äußere Einflüsse mit dir machen, einfach wie du bist und auch sein möchtest, da hast du die Wahl. Sei es, indem du hinnimmst, dass dir etwas vielleicht nicht zu 100% gefällt, du aber trotzdem nicht zumachst und nichts Schönes mehr sehen kannst. Wir alle können gerade vielleicht nicht das machen, was wir eigentlich gerne tun würden. Seien es die Partys, die wir vermissen, die Urlaube, die wir gerne erleben würden. Ich denke, jede und jeder kann diese Liste für sich irgendwie ausführen. Dabei ist es völlig okay, nicht alles gut zu finden, aber dann eben nicht in diesem Zustand zu verweilen und stehen zu bleiben. Wir können nämlich immer noch Dinge erleben, die sind nur eben einfach anders. Also warum nicht die eigene Heimat erkunden, schöne Dinge in deiner Umgebung wahrnehmen, sich mit sich selbst beschäftigen, überlegen, was immer noch geht. Ich zum Beispiel versuche jeden Tag spazieren zu gehen, mal mit Kamera, mal ohne oder spiele Gitarre, male. Schreibe auf, was ich denke und ja, manchmal hilft es mir besser, mit meinen Gefühlen umzugehen. Und ich denke, es gibt viel, für das wir auch dankbar sein können. Da reicht schon, dass ich mich besonders darüber freue, zu wissen, dass ich mich auf meine Freunde verlassen kann, wenn sich eine Situation für mich mal wieder wie ein kleiner Weltuntergang anfühlt. Oder auch einfach dafür, dass ich zurzeit gesund bin, wir Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, unsere Meinung frei sagen dürfen. Das sieht leider nicht für alle auf dieser Welt so aus. Dankbarkeit, so nehme ich es irgendwie wahr, fällt in solchen Zeiten manchmal hinten runter. Zu groß erscheinen uns andere Probleme, als dass wir noch die Kleinigkeiten zu schätzen wissen. Dabei ist es doch genau das, was es am Ende ausmacht. Liebe Nachrichten deiner Freunde, gute Gespräche mit den Mitbewohnern, kleine Aufmerksamkeiten von besonderen Menschen. Aber die Aussage lässt sich natürlich noch viel weiter fassen. Wir können Dinge anders angehen, müssen es nicht auf eine Art und Weise X machen, weil es ja alle so machen, sondern haben die Wahl, als gutes Beispiel voranzugehen. Ja, uns vielleicht einfach so zu zeigen, wie wir wirklich sind. Und hey, ich wette, bei den richtigen Menschen stößt du damit bestimmt auf Zuspruch. Mir zum Beispiel ist Ehrlichkeit super wichtig. Manchmal ist es aber ziemlich schwer zu sagen, was man tatsächlich denkt, denn mich hindert dabei die Angst auf Verärgerung, Unverständnis oder dergleichen zu stoßen. Auch wenn es in den meisten Fällen vermutlich totaler Käse ist, der Kopf macht es trotzdem. Aber gerade da, wo es mir schwer fällt, will ich es mir nicht leicht machen, sondern so mit anderen umgehen, wie ich es auch gerne haben würde. Also überwinde ich meine Bedenken und tue mir und anderen einen Gefallen. Ja, generell einfach, ob wir den Kopf in den Sand stecken wollen oder doch lieber hoffnungsvoll sind. Und es soll jetzt nicht so ein Ja, was die Rede sein. Mir fällt es auch oft super schwer, optimistisch zu denken. Aber im Grunde weiß ich, es ist es wert. Es lohnt sich. Also kein blödes Belehren von mir, sondern einfach nur mein Wunsch an uns alle, sich darüber immer wieder klar zu werden. Nicht nur in Zeiten wie diesen, auch schon vorher und sicher auch noch später hat man das Gefühl, dass andere uns vermitteln wollen, was gut und richtig ist. Nicht nur durch soziale Medien. Oft sind es auch Menschen in deinem Umfeld, allgemein die Gesellschaft, die ihre Vorstellungen von gut und richtig hat. Aber nur weil jemand denkt, jetzt wäre die beste Zeit, besonders fit zu werden, du wärst zu alt, nicht mal zu heiraten, Kinder zu bekommen, ja, was weiß ich, für einer Norm zu entsprechen, musst du das noch lange nicht. Niemand außer du selbst bestimmt deine Rolle. Also haben wir die Wahl, uns einerseits von den Erwartungen der anderen frei zu machen, aber auch von unseren eigenen. Denn welches Recht haben wir, haben andere dazu? Begegnen wir uns doch alle einfach ganz unvoreingenommen und offen und lassen uns so sein, wie wir sind, denn das ist gut. Auf so viele Bereiche trifft das Thema zu, so haben wir auch die Wahl nicht zu vergessen. Gerade an Tagen wie heute, dem 27. Januar, aber auch an jedem weiteren. Nicht zu vergessen, sondern als gutes Beispiel voranzugehen und Menschlichkeit zu leben. Denn du kannst mehr sein, als du glaubst. In diesem Sinne, versucht das Beste aus eurer Zeit zu machen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Eure Cecile.